Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem kleinen Video. Ich habe gedacht, ich zeige euch heute mal wieder den Filou. Das ist jetzt noch nicht so einfach. Komm doch mal ein Stückchen näher. Ja, so ist fein. Super. Gell? Wir haben die schon lange nicht mehr gezeigt. Hm? Ist das lecker? Ich habe ja so ein paar kleine Reste von Mollys Welpenfutter, wo sie nicht so gerne mochte. Und ja, die habe ich da in so einer Packung drin. Komm doch mal, Hoppi. Fein, super, ja. Obala. So. Ja, und Molly, kommst du auch mal hoch? Kommst du auch mal hoch? Hm? Kleinen Moment. So, da ist die kleine Maus. Guck, du kriegst auch was, da? Ja, so kann man das Ganze fressen. Hm? So, jetzt sieht man die aber gar nicht. Hm? So, guck mal. Siehst du? Guck mal da. Ja, so, super. Hm? Kleine Maus, schau mal. Ja, hm? Ja, ich dachte einfach, ich zeige euch die zweimal wieder. Die Molly ist ganz schön gewachsen. Gut, bin ich mittlerweile eine große Maus. Aber sie wird ja im Mai auch schon ein Jahr alt. Gut, so, das war's mit den Hunden. Alles klar. So, dann fangen wir an. Ich dachte einfach, ich mache mal wieder eine kleine Zeige-Folge so gerade am Anfang. Jetzt packen wir aber die Dose weg. Sonst habe ich sie nämlich jetzt ständig an der Backe kleben. Die Hunde. Ja. Ja, wie geht's euch? Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche. Bei uns war es eine sehr angenehme, ruhige Woche, entspannte Woche. Also uns geht's wunderbar. So, Filou, hör mal auf. Jetzt fängt er an, mir hier die Sachen runterzuschmeißen. Geh mal weg da, komm. Ja, das ist halt der Nachteil, ne? Wenn man Leckerlis hat. Ja, und du? Was machst du jetzt? Ja, genau. So, ja genau, wo war ich? Meine Woche war sehr entspannt und angenehm. Deshalb, ja, mir geht's gut. So viel zu dem Thema. Es ist nach wie vor noch wunderbares Frühlingswetter. Ich habe schon irgendwie so den Gedanken gehabt, eigentlich ist es fast schon wieder zu schön. Wir haben Ende Februar und es ist einfach so toll draußen. Das Wetter ist so schön. Ich bin noch ein bisschen abgelenkt hier von dem großen Wuschel, der hier vor meinen Füßen rumläuft. Ja, was gibt's zu erzählen? Nichts. Wir haben schönes Wetter. Es ist einfach nur schönes Frühlingswetter. Genau. Und damit fange ich jetzt einfach an. Ja, wie immer mit meinen Socken. Ich habe euch ja letzte Woche habe ich euch die Spendensocken gezeigt, die ich gestrickt habe. Die grünen, ja, das waren die grünen Socken, das ist so frühlingsgrün, leicht gemustert und da habe ich doch so einen Zickzack-Rand mit reingestrickt. Ja, dann hat meine Freundin, hat die dann bei Facebook in diese Versteigerungsgruppe für den Tierschutz eingestellt. Und ihr glaubt es nicht, für diese Socken wurden 30 Euro geboten. Ich habe mich so gefreut. Ja, meine Socken würden für 30 Euro versteigert für den guten Zweck an den Tierschutz. Ja, da freue ich mich riesig. Und ich habe auch schon gleich ein neues Paar Socken angefangen, weil ich finde, das ist eine ganz tolle Sache. Das ist eine Kleinigkeit, wo ich machen kann und trotzdem den Tieren kommt es zugute. Aber ja, wir stricken ja nicht nur für Tiere. Ich jetzt momentan... ja, ich habe halt die Socken gesagt, stell sie mal rein, gucken wir mal, wie das überhaupt läuft, ob die Leute die Socken überhaupt möchten. Also ich bin überwältigt, ja. Naja, gut, also, ich habe dann gleich wieder neu angenadelt. Ja, das ist hier in diesem süßen kleinen Täschchen. Die habe ich mir auch in dieser Versteigerungsgruppe gekauft. Ja, die fand ich irgendwie nett und ich wollte auch was spenden. Ja, gut, und zwar... hole ich das gerade mal raus. Ich habe zwei unifarbene Sockenwollknäuel aus meinem Stash rausgeholt. Das ist so ein Bordeauxrot und dieses, ja, das ist so eigentlich beige. Ah ja, doch, doch, man sieht es gut in der Kamera. So kommt es gut raus. Ja, und dann habe ich überlegt, was mache ich? Und dann dachte ich, ach komm, hast schon das Broken Seed Stitch Muster, hast du schon so lange nicht mehr gestrickt. Also, dann habe ich einen Socken, na, jetzt, also,
angefangen mit dem Broken Seed Stitch Muster. Ja, das ist eine kostenlose Anleitung. Ihr findet das auf, also dieses Muster, wie das funktioniert, das findet ihr entweder auf YouTube gibt es Videos oder auf Ravelry gibt es das, glaube ich, auch. Ich hatte es euch auch schon mal verlinkt in einem der ersten Videos. Da habe ich, eine Zeit lang habe ich die ja sehr gern gestrickt, dieses Muster. Genau, und soweit bin ich mit dem ersten. Also ich bin noch nicht fertig mit dem Paar. Aber da geht es ja auch nicht um Zeit, sondern ich möchte es einfach auch schön machen und ordentlich, damit wieder gut Geld reinkommt für die lieben Tierchen. Ja. Bei dem Bündchen habe ich eins rechts verschränkt, eins links gestrickt. Über, sind es 20, 25 Runden. Genau, 20 Runden. Ich habe die erste Runde habe ich glatt rechts gestrickt, damit sich das hier so ein kleines bisschen einrollt. Ja, ich hoffe, vom Licht ist es heute in Ordnung irgendwie. Ja, ich bin später dran. Die 9 Uhr, der 9 Uhr Vogel hat schon gezwitschert, den hört ihr heute nicht. Wenn ich lang genug quassel, hört ihr mal den 10 Uhr Vogel. Schauen wir mal. Ja, wo war ich? Mit dem Bündchen. Dann habe ich hier runter das Broken Seed Stitch Muster gestrickt. Dann meine ganz normale Käppchenferse, die ich immer stricke, in diesem Bordeaux-Rot. Dann hier die Spiegelabnahme und das Muster weiter oben auf dem Fuß weitergeführt. Und unten dann nur immer im Wechsel die beiden Farben. Genau. Stricken tue ich die Socken mit meinen Chagou Rundstricknadeln 2,5. Ja. Ich habe nach wie vor ganz viele bunte oder ganz viele verschiedene Nadeln in meinen Projekten drin. So, ich muss schon wieder runter, weil mir was runtergefallen ist. Ja. Diese zwei Knäuel sind auch wieder Discounter-Garn. Ich habe da ja unglaubliche Mengen gehabt, wobei gehabt, ja. Ich muss wirklich sagen, es ist ganz schön, es hat ganz schön abgenommen. Aber es ist immer noch genug. Ja, und das werden eben die neuen Spendensocken. Die werde ich diesmal ein bisschen größer stricken. Ja, was schade ist, ihr seht es, oh, das sieht man in der Kamera ganz extrem. Also so, wenn man sie so anguckt, sieht man das nicht so arg. Da habe ich den Farbwechsel drin. Wow, das sieht man in der Kamera wirklich extrem. Naja, vielleicht lässt sich das noch ein bisschen rausspannen. Ja, genau. Die werden Größe 41, 42, weil es war dann auch eine Dame dabei, die hat dann gesagt, ach wie schade, dass sie so große Füße hat. Sonst hätte sie mitgeboten. Die Socken, die angeboten werden, sind meistens von Größe 38 bis Größe 40 und dann war es das, aber sie mit ihren großen Füßen. Und deshalb habe ich gedacht, so, jetzt stricke ich einfach mal eine Größe oder zwei größer und dann schauen wir mal. Ja, das macht wirklich Spaß für diesen Anlass zu stricken, sage ich jetzt mal. So, mein Turnbeutelchen, da habe ich das drin. Ja, ich habe ja jetzt letztes Jahr hatte ich ja für meine Familie über das ganze Jahr über Socken gestrickt. Das mache ich dieses Jahr nicht. Vielleicht nächstes Jahr wieder, aber da ich ja ständig Socken stricke und das immer auf den Nadeln habe, dachte ich, das ist eigentlich perfekt. Und ich tue was Gutes dafür, genau. Ja, das waren die Spendensocken. An Socken habe ich sonst, ich habe ein paar fertig gekriegt, die ich euch nicht zeigen darf oder kann. Aber im nächsten Video, bin ich mir ziemlich sicher. Na, schauen wir mal. Vielleicht im nächsten Video. Ich werde die, also die werden am nächsten Wochenende, nicht das kommende, sondern das übernächste Wochenende, werden die ihren Besitzer wechseln. Und dann werde ich so einen kleinen Einspieler machen, wo ich sie euch dann zeigen kann. Aber ich habe ja gesagt, ich werde aus, oder versuche es zumindest, aus allen meinen Socken, die ich dieses Jahr stricke, aus den Resten werde ich Adventskalendersöckchen stricken. Ja, da gibt es zwei Anlaufstellen, wo ich gerne Adventskalendersöckchen spenden möchte. Und dann habe ich, und deshalb eben zwei. Deshalb habe ich einmal diese zwei Söckchen aus der Spendenwolle
aus den Spendensocken von letzter Woche. Na. So. Das sind die beiden. Düm, düm, düm. Ja. Ein Pärchen habe ich da gemacht. Und aus den Socken, die ich fertig habe, die ihr nicht sehen dürft, habe ich noch ein Pärchen gemacht. Ja, einmal die und einmal die. So, ich bin am Überlegen, ob ich meine Ferse ein bisschen kleiner mache. Also ich stricke sie nicht ganz nach Anleitung. In der Anleitung selber von der Sockenstrickervereinigung ist die Herzchenferse angegeben. Ich stricke aber meine Käppchenferse. Aber ich finde, von der Proportion ist die ein Tick zu lang hier. Also ich mache die dann schon auch so, wie angegeben, dass man eben diese 8 Maschen am Rand aufnimmt. Wobei, wenn man sie so glatt sieht, dann geht es eigentlich wieder, gell? Naja, egal. Also, wie gesagt, 4 Söckchen habe ich diese Woche gestrickt. Die dann gespendet werden. So, und die habe ich in meiner Box, wo ich letztes Jahr die Socken drin hatte für meine Familie. Da habe ich auch die Nadel drin, mit denen ich die Söckchen stricke. Das sind meine 2,75, glaube ich. Moment. Ja, 2,75 Nitpro Zing Rundstricknadeln mit einem 100er Seil. Genau, die habe ich da drin. Im Moment ist der Karton noch ziemlich leer. Da liegen die 4 einzelnen Söckchen drin. Aber die wird sich im Laufe des Jahres, wird sich diese Kiste mit Sicherheit füllen. Ja, genau. Also diese Wolle war ja aus dem Müller Drogeriemarkt. Ich habe aber die Banderole jetzt nicht mehr. Das waren die gleichen, wo ich die rot-schwarzen gestrickt habe, die viele von euch so toll fanden. Da gibt es ja verschiedene Farben und da hatte ich eben das lila-grüne und... Genau, Drogerie Müller, eine ganz günstige Sockenwolle. Sie blutet aus, also wer die strickt, wundert euch nicht, ihr kriegt, also ich habe ja hier mein, da wo der Faden läuft, und der Faden, der läuft bei mir hier über die Hand rüber, da waren kleine schwarze Stellen. Also erschreckt nicht, wenn ihr die Wolle strickt, aber ich habe die Socken einmal durchgewaschen und da ist noch ordentlich was rausgekommen. Und das war die Appenzell-Wolle von Butinette. Mein 4. Knäuel jetzt ist fertig appengezählt. Ja, meine Adventskalendersöckchen-Kiste. Ja, genau. Jetzt müssen wir mal einen Schluck trinken. Ich habe heute die Terrassentür auf, weil es eben so schön ist und die Vögel schon so schön zwitschern. Und dann dachte ich, vielleicht hört man das ein bisschen, dann hört ihr ein bisschen Natur nebenher noch. Ja, so, weiter geht's. Ihr seht schon, was ich anhab. Und zwar ist mein Süden-Stricktuch fertig. Ich habe es geschafft und ich bin froh, dass ich durchgehalten habe. Ich zeige es euch gerade. So, ich hatte euch ja letzte Woche erzählt, dass der Zopf sehr... Naja, mühselig nicht, aber doch sehr, plötzlich juckt es mich, wie soll ich sagen, jetzt fehlt mir das Wort. Der Zopf war nicht mühselig, aber langwierig. Ja doch, langwierig ist das richtige Wort. Aber es hat sich gelohnt. Ja, so. Oh, ja, die Spitze ist jetzt ein bisschen. Ich habe es richtig ordentlich gespannt. Ja, das ist mein Südenstricktuch. Ich habe es fertig. Yay! Und was soll ich sagen? Ich finde es toll. Ich bin so froh. Dass ich nicht aufgegeben habe. Ich bin ganz ehrlich. Ich war zwischendrin mal kurz davor zu sagen, weg damit. Ich wollte es wirklich in die Ecke werfen. Weil, ja, erst... Also der ursprüngliche Plan war ja eigentlich, dass ich die Hauptfarbe, dieses Dunkelblau, nehme. Das habt ihr ja gesehen. Dann hat es mit dem Kontrast nicht gepasst. Dann war ich mir nicht sicher, ob das mit diesen Nupsis
gut aussieht, weil diese Maschen so groß geworden sind. Durch diese verkürzten Reihen, verkürzten, ja doch, das macht man ja mit so kleinen, kurzen, verkürzten Reihen. Ja, da war ich mir wirklich unsicher. Dann kam der Zopf. Der Zopf hat so massiv und globig gewirkt in diesem Tuch, wo ich gedacht habe, nee. Aber jetzt bin ich wirklich froh, dass ich es nicht aufgegeben habe. Auch dieser Zopf am Ende. Das ist so toll geworden. Ja, ich zeige euch jetzt gerade mal ganz kurz, so hier an der Stelle, wo die Note liegt, hängt, war ich letzte Woche. Also dieses Stück Zopf hatte ich gestrickt. Und dann kam noch dieses ganze lange Stück Zopf dazu. Ja, aber ich muss sagen, jetzt nach dem Spannen und Waschen ist es einfach nur schön. Ich finde auch diesen Zopf mittlerweile überhaupt nicht mehr zu globig. Er passt total rein, finde ich. Also meiner Meinung nach passt er jetzt wirklich schön. Ja, ich glaube, ich habe die Spitze einen Tick zu stark gespannt. Ach, naja. Ich habe es aber auch nicht auf Matten gespannt. Ich habe es auf die Leine gehängt und mit Wäscheklammern. Da war wohl am Ende ein bisschen, waren zu viel Klammern dran. Naja. Ja, also wie gesagt, ich bin sehr, sehr glücklich und froh, dass ich gestrickt habe, dass ich durchgehalten habe. Es ist ein wunderschönes Tuch geworden. Ja, und so richtig schön in Frühlingsfarben mit dem hellen Grün. Die Wolle ist die Pinta von Pasquali, die ich mir ja selber gefärbt habe. Und ja, was soll ich sagen? Zum Schluss wurde hier noch ein I-Cord dran gestrickt. Ich bin glücklich. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich durchgehalten habe. Muss ich echt sagen. Ja, das ist ein schönes, leichtes Frühlingstuch. Ich mache das jetzt gerade wieder dran. Ich fühle mich so nackig ohne Tuch. Das ist im Frühjahr bei mir aber immer. Also wenn dann der Sommer kommt und... Na, wie soll ich sagen... Wenn die Zeit dann rum ist, die Tücher zu tragen, da fühle ich mich immer erstmal nackig am Hals. Weil ich den ganzen Winter und den ganzen, ja eigentlich das ganze Jahr, außer im Hochsommer, trage ich Tücher. Und ja, genau. Dieses Tuch ist eine Kaufanleitung von der Melanie Millinger. Ja, wirklich schön. Dieses Tuch habe ich gestrickt mit 3,5er Lücke Nadeln. Waren es die Lücke? Ich glaube. Ja, genau. Das waren sie. 3,5 Lückennadeln. Ganz genau. Ja. Und wie gesagt, ich habe auch noch ordentlich Wolle übrig. Also, ja gut, die Hauptfarbe ist natürlich jetzt nicht mehr so viel. Aber die anderen beiden Knäuel habe ich doch noch gut was übrig. Die sehen jetzt im Knäuel wesentlich kräftiger aus wie im Tuch selber, finde ich jetzt. Obwohl, nee, es geht. Das hat jetzt getäuscht. Ja. Ja, genau. Mal schauen, was ich mit denen dann irgendwann mal noch machen werde. Aber Projekt beendet. Zeit für was Neues. Oder freie Nadeln, sagen wir mal so. Ja, doch, also... Ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Tuch. Und es ist auch gar nicht so klein geworden. Am Anfang dachte ich ja, ich hatte ja überlegt, ob ich noch mal einen Mustersatz von diesen Nupsis dran mache. Hier. Ist aber nicht nötig. Also wie ich schon von Anfang an dachte, es hat sich gut noch was rausspannen lassen. Das Tuch hat jetzt eine Länge von 1,95 Meter. Und die, nennt man das dann Höhe? Ja, hat knapp 60 cm. Also das... Für ein leichtes Sommertuch oder Frühlingstuch reicht es wirklich. Also ja, ich freue mich, dass ich es fertig habe. Ja. Ja, so, was habe ich weitergemacht? Ja, wo wir jetzt gerade bei den Tüchern sind. Am Belated Harvest habe ich weitergearbeitet. Das ist ja der aktuelle Stop-and-Go-Kunkel Karl von der Schwäbischen Kunkelstube. Und upsa, wir stricken zusammen den Belated Harvest von der Sandra mit dem Kanal Maschengedöns. Sie macht selber auch YouTube-Videos und hat eben dieses wunderschöne Tuch designt. Und wir sind
diese Woche dürfen wir bis hier stricken. Also wir haben dieses ganze Stück haben wir schon gestrickt. Und der dunkle Teil, jetzt muss ich gucken, nicht, dass ich euch was Falsches erzähle. Doch, der dunkle Teil ist der dieswöchige Wochenabschnitt. Ja, und ich bin fertig. Ja, der Abschnitt war jetzt nicht sonderlich schwer, weil es waren nur Kraus-Rechts-Teile. Reihen, nicht Teile. Reihen. So. Und zwar sieht mein kunterbunter Belated Harvest. Moment, also. Jetzt hängen die Nadeln da irgendwie schief drin. So aus. Also, das ist der dieswöchige Abschnitt, den habe ich fertig. Das waren nur Kraus-Rechte Reihen. Und mittlerweile ist es schon ganz gut gewachsen. Ja. So. Genau. Ich habe mir Sandras aktuelles Video angeguckt, da musste ich so schmunzeln, weil es hat ja in unserer WhatsApp-Gruppe, da gibt es ja eine WhatsApp-Gruppe dafür, hat ja eine, ich weiß leider auch nicht mehr, wer das war, gesagt, diese Zickzack-Reihen sieht aus wie Traktorspuren oder Treckerspuren. Ja. Ich habe keine Fehler drin, man sieht es nur bei mir irgendwie nicht so schön. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, entweder habe ich... Ja, doch, so geht es einigermaßen. Ja, die Treckerspuren. Und die Sandra hat dann im letzten Video gemeint, ja, dann könnte man das ja als die Ackerfurchen nehmen, weil da sind die verkreuzten Maschen alle in einer Richtung. Passt total super zum verspäteten Herbst. Super. Oder verspätete Ernte. Genau. Ja, dann wurde ja einfach mit anderen Farben hier nochmal gestrickt. Und als nächstes kommt jetzt in diesem wunderschönen knallig bunten Garn, hoppsa, das nächste Strukturmuster hier oben dran. Ab Samstag geht's da weiter. Genau. Mein Belated Harvest, ein wirklich knallig buntes Tuch, so im Vergleich zum Süden-Stricktuch was ganz anderes. Aber durch das Grün und Blau, finde ich, passt es doch trotzdem ganz gut zu mir. Ja, Mut zur Farbe, sage ich da nur. Ja. So, dann hänge ich hier mal noch meine Eule um, wenn ich sie aufkriege. Also diese Progress Keeper, die sind manchmal... Oder ich bin morgens schon noch zu zittrig oder keine Ahnung. Ich habe es geschafft. So, meine kleine Eule. So, ja. Das Tuch stricke ich auf 4er Nadeln von Knit Pro Symphony. Da hatte ich ja mal, vor ein paar Wochen hatte ich ja mal so Probleme mit meinen Handgelenken und habe überall Holznadeln reingekloppt, die ich jetzt einfach drin gelassen habe. Mittlerweile geht es meinen Handgelenken wieder wunderbar. Aber ich tausche jetzt die Nadeln nicht aus. Das ist ja völlig wurscht, mit denen stricke ich auch sehr gern. Ja, dann habe ich die Wolle dazu. Das sind diese beiden einfarbigen Knäuel, sind normale Regia Sockenwollknäuel. Wollt ihr die Farbe wissen, die Farbnummer? Das zeige ich schon länger nicht mehr, gell, die Farbnummern. Ach, da könnt ihr mich ja auch anschreiben, wenn ihr die wissen wollt. Und dann habe ich noch dieses wunderschöne bunte Sockengarn. Von Marianti Yarns. Das ist der Rainbow Warrior. Genau. Jo, das ist eine normale Sockenwolle. Und mit diesen drei Farben stricke ich dieses wunderschöne, knallebunte Frühlingstuch. Ja, ist schon Frühling. Ja, oder Sommer dann nachher. Ups, falsch rum. Doch. Aber ist schon bunt. Also ich muss mich schon... optisch dran gewöhnen. So, ja, der Belated Harvest ist eine Kaufanleitung auf Ravelry. Ich glaube, sie hat es nur in Ravelry. Ich weiß jetzt gar nicht. Sandra, hast du es noch woanders? Nee, ich glaube nicht. Nee. So, dann geht's weiter. Jetzt brauche ich ein bisschen Platz. Ein schönes Kissen. Ich habe nämlich tatsächlich an meinem Cardigan weitergestrickt, aber nur am Sonntag ein Stückchen. Ja, also ein riesengroßer Fortschritt ist jetzt da noch nicht passiert,
weil ich immer noch im Kreis, also nicht im Kreis, sondern ich bin immer noch am Körper dran. Und ich zeige ihn euch aber trotzdem. Das ist der Alpine von Sarah Cook Designs. Auch eine Kaufanleitung auf Ravelry, wo ich mich ja einmal verzopft habe. Aber ich zeige es euch. So, mittlerweile hat er auch schon eine gute Größe. Jetzt muss ich nur gucken, das ist ja immer so ein bisschen doof, das so gescheit in die Kamera zu halten. Vor allem, wenn man dann zwei Wollknäuel noch dranhängen hat. Na, so, ich probiere es einfach. Ja, so, also viel gewachsen ist er nicht seit dem letzten Mal. Ja, den habe ich euch ja gezeigt. So, das ist mein Alpine Cardigan. Ich bin nach wie vor total begeistert von dieser Farbe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, je größer und länger er wird, umso schöner kommt die Farbe raus. Aber ich glaube, das ist eher so dieses Huhu, macht Spaß und wächst und ja. So, jetzt zeige ich euch auch nochmal schnell die Stelle, wo ich mich verzopft habe. Und zwar, hier, da läuft der Zopf falsch rum. Der sollte nach hinten, also das Stück sollte nach oben, so wie hier. Seht ihr das? Hier ist das Stück oben und hier auch, oder? Ja, ich habe mich auf jeden Fall, einmal habe ich falsch rum gezopft, aber mich stört das jetzt gar nicht so. Vor allem habe ich es auf beiden Seiten falsch gemacht. Das heißt, man könnte auch meinen, dass dieses einmal falsch rum oder andersrum verzopft Absicht sein könnte. Hier habe ich es nämlich auch gemacht. Jetzt sieht man es gar nicht richtig, gell? Ach, das ist echt doof. Ich brauche so eine Puppe. Ich brauche wirklich so eine Schneiderpuppe, wo ich euch das richtig zeigen kann. Jetzt versuche ich mal, die zwei Stellen irgendwie aneinander zu halten. Ach, das ist schwierig. Der Kampf mit dem Cardigan. Ach, nee, ich krieg's nicht hin. Also, da ist die Verzopfung. Und hier ist die Verzopfung. Ja. So ist es halt. Ist aber alles halb so wild. Ist Handarbeit und wie gesagt, dadurch, dass ich es auf beiden Seiten falsch gemacht habe, könnte man auch meinen, es gehört so. Genau. Das ist mein Cardigan. Er wächst langsam, aber stetig. Ja, es ist nicht viel passiert. Ihr seht hier, wo der Engel war. War ich das letzte Mal, wo ich ihn euch gezeigt habe. Und das Stück ist drangekommen. Ja, aber ich wollte ihn euch trotzdem zeigen, auch wenn nicht viel passiert ist. So, hängen wir den gleich um, das kleine Engelchen. Gibt es eigentlich auch Maschenmarkierer mit Teufelchen? Das habe ich mir schon mal überlegt. Es gibt immer nur die lieben Sachen. Ja, genau, das ist der Kragen hinten. Ja, doch, gefällt mir sehr gut. Es wird ja in der Raglan-Technik wird der ja gestrickt. Er passt auch schön. Ja, mein ursprünglicher Plan war ja, ihn eventuell bis zum 2. Märzwochenende fertig zu haben, weil ich ja nach Kieselbronn fahre. Vergesst es, das schaffe ich nie. Das sind ja noch 2 Wochen, nicht mal mehr. Samstag in der Woche ist ja schon Kieselbronn, also... Das werde ich nicht schaffen. Ja, so. Den stricke ich, habe ich euch schon gesagt, gell? Ne, Moment mal, stricke ich den auch mit Symphonienadeln? Hm? Ich dachte, da hätte ich Chagus drin. Muss ich kurz nochmal gucken. Ja, tatsächlich. Ja, im Belated Harvest habe ich Symphonie drin und im Cardigan auch. Und in dem Fall sind es dann, ich schätze mal, auch 4er-Nadeln. Die Knit Pro Symphonie. Jetzt überlege ich aber dann, wo meine zweite Chagu Vierer ist. Ich dachte, die wäre in dem Cardigan drin. Wo ist denn die? Die habe ich nämlich gesucht, die Tage mal. Ha, naja, egal. Wird schon wieder auftauchen. Geht nichts verloren. So, und diesen Cardigan stricke ich mit der Drops Nord. Und zwar doppelt nehme ich die. Also ich habe 2 Knäuel dran hängen.
Ich habe große Töne gespuckt, so von wegen, ich habe genug Garn, weil ich mich ja vertan habe bei der Bestellung. Schauen wir mal. Sie hat, also meine Kiste hat ordentlich Lücke gelassen. Es geht schneller weg, das Garn, wie ich mir das vorgestellt habe. Jo, aber ja, das ist ja jetzt nichts. Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich jetzt mit den Ärmeln mal anfange, bevor ich wirklich bis ganz runter stricke, weil der ja doch relativ schwer wird. Und deshalb habe ich die Vierernadeln gesucht. Seht ihr, ich habe nämlich überlegt, ob ich mit den Ärmeln anfange, bevor der noch größer wird und noch schwerer. Und bei den Ärmeln, die hat man ja ständig dann in Bewegung, weil man da ja im Kreis strickt. Und eben nachdem ich gemerkt habe, dass das Garn eventuell nicht reicht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Habe ich überlegt, stricke ich die Ärmel jetzt lieber mit dem Garn mit der gleichen Partienummer. Und wenn ich mir nochmal nachbestellen muss, kann ich ja damit dann einfach unten ein bisschen, also der Länge nach ein bisschen reinfaden, dass das nicht ganz so extrem auffällt, wenn ich dann farblich dann doch nochmal einen Unterschied drin habe. Das war so meine Überlegung. Dass ich jetzt, ja doch, ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich stricke jetzt erstmal die Ärmel, weil dann kann ich auch abschätzen, ob mir die Wolle reicht oder nicht. Jo, das mache ich, glaube ich. So, 31 Minuten. Heute sause ich aber durch. Ich habe nämlich jetzt nur noch meine Temperaturdecke. Wer sich fragt, was mit meinem Hundepulli passiert ist oder mit meinem Hundecardigan, der Fjordvolk, der liegt immer noch. Ich muss mich jetzt einfach mal dazu aufraffen, dieses Ding zu sticken. Ich muss es jetzt echt einfach mal machen. Vielleicht komme ich die Woche mal dazu, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, schauen wir mal. Die Kinder, die haben ja jetzt ab Donnerstag haben die frei. Also die restliche Woche noch, Donnerstag, Freitag und die nächste Woche dann, vielleicht habe ich in der Zeit dann mal die Muße, mich an mein Fjordvolk ranzumachen. Wäre ja schon schade drum, gell, wenn ich da nicht mal langsam in die Pötte komme und das Ganze fertig mache. Vor allem jetzt ist auch das Wetter so, dass ich ihn anziehen könnte. Es ist jetzt wirklich nicht mehr kalt. Man kann jetzt locker in der Strickjacke draußen spazieren gehen. Also von dem her wäre das ja ganz gut, wenn ich den mal mache. Ich gucke da runter, weil da liegt er nämlich auf dem Stuhl, an dem ihr dranhängt mit meinem Stativ. So, also weiter geht's. An meiner Temperaturdecke habe ich gewerkelt. Da habe ich meinen Kalender, da schreibe ich mir immer rein die Temperatur, die heute ist. Und die letzten Tage war es eigentlich immer gleich. Oder die letzte Woche eigentlich. War jetzt nicht wirklich viel an Farbwechsel. So. Und zwar bin ich soweit. Da, wo die der Notenschlüssel hängt, war mal letzten Dienstag. Und die letzten 6 Tage haben so ausgesehen. Also es ist ein bisschen kälter geworden, wie ihr seht. Dieses Helltürkise. Ja. Und gestern war es aber wieder schön warm. Und heute, wenn das stimmt, was meine Wetter-App sagt, haben wir in einer guten Stunde um 11 Uhr 10 Grad. Und was heißt 10 Grad? Eine neue Farbe. Ach, da spech ich und gucke ich ja immer drauf, so, oh, wie viel Grad wird es haben? Ja, also ihr seht, ab 10 Grad habe ich hier, kommt ein Weiß dazu. Ja, dann haben wir die ganze Palette einmal durch schon, außer die minus 7. Die hatte ich so noch nicht morgens um 11. Also ich messe ja immer oder ich gucke immer um 11. Wie viel Grad es hat und dieses Grau habe ich nicht verwenden können. Aber wer weiß, vielleicht Ende des Jahres wird es nochmal so kalt. Ich bin auch wirklich gespannt, wie viel ich von diesem Lila brauchen werde ab 31 Grad. Letzten Sommer hätte ich es viel gebraucht. Schauen wir mal, wie es diesen Sommer wird. Ja, genau. Also, wieder 7 Tage, also 7 Krausrippen. Ne, es sind nur 6, weil heute fehlt ja noch. Sind Krausrippen drangekommen? Ja, heute ist der 26. Das heißt, jetzt kommen nochmal 2 Krausrippen dran.
Und dann haben wir einen Monatswechsel. Das heißt, für diese Decke, ich werde wieder 2 Krausrippen in diesem Braun stricken. Das habe ich ja als Abgrenzung geplant gehabt. Oder mache ich so, dass man sieht, der Monat ist rum. Und dann gibt es wieder die großen Krausrippen pro Tag. Pro Tag gibt es dann wieder 2. Ja, ich möchte ja die geraden Monate, mache ich nur eine Krausrippe, wie hier im Februar. Und die großen, die ungeraden Monate werden mit 2 Krausrippen gemacht. Ja, so ist der Plan. Ich hoffe, die Wolle reicht. Ich bin sehr gespannt. Also momentan ist alles noch gut. Es ist das hier, die Farbe. Weil die habe ich ja durchweg hier dann auch immer mal wieder drin, dann hier noch. Die ist knapp geworden, aber... Ach so, der nächste Winter ist ja auch dieses Jahr, wenn der anfängt. Ha! Schauen wir mal. Aber ich denke, dass Drops im Ende des Jahres auch noch die Wolle haben wird. Hier. So, hier sind meine 4er Jagu, die einen. Habe ich euch jetzt irgendwas gezeigt, wo die anderen Jagus drin sind? Ich bin total verpeilt. Also falls das so war, könnt ihr mir ja schreiben. Oh je, naja. Gut, so. Also, und zwar stricke ich das ja aus der Drops Flora Wolle. Jo, genau. Mehr kann ich da nicht dazu sagen. Die 4er Jagu, die Drops Wolle. Einzeln aber, nicht doppelt. Ja, genau. Sie wächst und wächst und halt... Das ist ein sehr schönes Jahresprojekt. Also, dadurch, dass. Also, ich bin auch nach wie vor immer noch aktuell dabei. Ich habe jetzt. Gestern habe ich 2 Tage nachgestrickt vom Wochenende. Da bin ich nicht dazu gekommen, den Samstag und den Sonntag. Aber das macht unheimlich Spaß. Also, die Wolle lässt sich tatsächlich sehr, sehr schön stricken. Und ja, wie gesagt, ich freue mich. In einer Stunde ist es soweit, wenn ich da gucken kann. Und es ist tatsächlich warm, also sprich 10 Grad, dann kann ich das Weiß benutzen. Da freue ich mich immer wie so ein kleines Kindchen. Ja, genau. Ja, zum Bestellen. Ich habe mir ja hier auf meiner Temperaturskala, habe ich mir ja extra hinten die Farbnummer noch aufgeschrieben, falls ich nachbestellen muss. Weil die Banderolen, die sind ja bei mir solche... Die verschwinden ja doch immer mal wieder, weil ich so viele rumliegen habe. Oder halt, ja, das Problem an Projekttaschen. Also Projekttaschen sind ja wunderbar. Ich habe auch momentan sogar 2 leere. Ja, das liegt aber daran, weil die Temperaturdecke liegt in der Kiste, wo die Wolle drin ist. Die habe ich hier neben meinem schönen Stuhl stehen. Und die kleinen Söckchen sind in der Kiste. Aber Projekttaschen sind auch dafür da, dass die Banderolen verschluckt werden. Also ich habe jetzt zum Beispiel in dieser Tasche, da habe ich mein Cardigan drin. Huch, was ist da los? Warum ist die da so dreckig? Drehen wir sie einfach um. In dieser Tasche ist mein Cardigan. Da habe ich jetzt zum Beispiel diese Banderole gefunden. Weg damit. Damit habe ich was anderes gestrickt. Braucht kein Mensch mehr. Ja, das ist, ja, bin ich selber schuld. Ich könnte die Dinger ja auch einfach wegschmeißen, wenn ich fertig bin. Aber ich denke immer, nee, komm, ich heb sie auf, weil vielleicht brauche ich sie ja nochmal. Naja, so ist das halt. Gut, also, heute ist der 26. Februar. Am Wochenende ist Fasnet. Oder Fasching oder Karneval. Wir haben einfach nur frei. Wir sind keine Faschingsmenschen. Klar, der Kleine, der möchte am schmutzige Donnerstag, das ist jetzt übermorgen, dürfen die verkleidet in die Schule kommen. Da möchte er sich verkleiden, aber sonst, wir gehen jetzt nicht auf irgendwelche Veranstaltungen oder so. Das ist einfach nicht so unseres. Ja, aber muss ja auch nicht sein. Jedem das Seine. Genau. Ja, und dann, also die Großen, die haben schon ab Donnerstag frei. Die haben schon Ferien ab Donnerstag. Diese Woche und die kommende dann auch noch.
Und der Kleine dann ab Freitag. Ja. Deshalb weiß ich auch nicht, ob ich nächsten Dienstag ein Video aufnehme. Ich kann es euch nicht versprechen. Wenn alles ruhig ist und ich die Zeit habe, dann werde ich es machen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ist alles immer ein bisschen anders, wenn die Kinder daheim sind. Das wisst ihr ja schon von den letzten Ferien. Wir schauen einfach mal, wie sich das Ganze so ergibt. Ja, ich denke, ich werde einiges an Strickzeit haben. Deshalb, also zu zeigen, denke ich, werde ich auf jeden Fall genug haben. Naja, jetzt schauen wir einfach mal. Ja, was ist passiert die letzte Woche, habe ich ja schon am Anfang gesagt. Also mich juckt's, das ist... Ach, genau, fällt mir noch ein. Wer sich wundert, dass ich jetzt die Stulpen nicht gezeigt habe. Ich habe ja für eine sehr, sehr liebe Freundin von mir, habe ich ja Handstulpen angefangen zu stricken. Aus der Alpaka-Wolle. Fällt mir jetzt gerade ein, weil mir die Nase juckt. Ich habe die Nadeln gezogen. Mir hat es nicht gefallen. Erstens war ich mir so unsicher, ob es passt von der Breite her. Und auch die Wolle hat mir nicht gepasst. Und das Wetter passt im Moment nicht, um diese Handstulpen zu stricken. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann nicht bei 15 Grad im Garten auf der Terrasse sitzen und dicke Winterstulpen aus Alpaka-Wolle stricken. Das funktioniert nicht. Das hat nicht gepasst. Und ich habe sie wieder aufgemacht. Ich werde mir was anderes überlegen. Also in dem Fall ist mein Valentine's Cast-On ein Ribbelprojekt geworden. Was aber nicht heißt, dass ich für meine Freundin trotzdem irgendwas stricken werde. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir schon überlegt, weil er jetzt eben so schön warm ist, ob ich vielleicht ein paar Socken anfange mit Baumwollgarn für den Sommer dann. Wenn man abends auf der Terrasse sitzt und es ist ein bisschen kühl, kann man ja auch ein paar Baumwollsocken gebrauchen. Ach, ich weiß es noch nicht. Ich werde aber auf jeden Fall was machen. Und werde es dann halt... ich werde es dann halt als nachträglichen Valentine's Cast-On im März oder so anstricken. Naja, ist ja egal. Es geht ja um die Geste und nicht um dieses, es muss unbedingt da sein. Ja, jetzt fährt ein Traktor und ein Laster vorbei. Ich hoffe, euch stört das nicht so arg. Lalala. Wir überspielen das Ganze jetzt mal kurz. So, weg ist er. Ja, genau, das war's dazu. Also die Stulpen werde ich nicht fertig machen. Da hatte ich einfach jetzt keine Lust. Und dass die jetzt einfach da in der Projekttasche schlummern und ein ewiges Nicht-Fertig-Projekt werden, habe ich einfach keine Lust dazu. Das habe ich mir nämlich wirklich auch ganz fest vorgenommen. Ich versuche jetzt nach und nach meine Projekte fertig zu kriegen. Wobei, so einfach ist es ja nicht. Wobei, ja gut, das Südenstricktuch ist fertig. Socken habe ich immer auf den Nadeln, die anderen Projekte, die Decke ist ein Jahresprojekt. Der Belated Harvest hat auch eine zeitliche Begrenzung, also eigentlich habe ich ja gar nicht, es ist ja eigentlich nur der Cardigan und die Socken. Mir kam das so wahnsinnig viel vor. Geht ja aber eigentlich. Ach ja, so ist es halt, gell? Ihr kennt das ja mit Sicherheit. Aber ich hätte halt gern ja, wie soll ich sagen? Nee, es ist alles gut, wie es ist. Passt alles. Alles gut. Ich will nicht schon wieder meckern. Ja, genau. An Strickigem so habe ich jetzt groß nichts mehr zu erzählen. Ich hätte Lust auf einen neuen Pullover. Ich weiß aber noch nicht, was. Ich hatte mir den Spectre überlegt, aber da sind so viele linke Maschen. Und so viel Strukturmuster. Und ich habe in letzter Zeit so viel Struktur gestrickt, dass ich keine Lust habe jetzt. Ich hätte eigentlich, ganz ehrlich, ich hätte Lust, so einen ganz normalen, einfachen, kraus-rechts gestrickten RVO von oben zu stricken. Ja, klar, RVO von oben. RVO zu stricken. Aber ich muss mal gucken. Nee, erstmal den Cardigan fertig machen. Und meinen Fjordvolksdicken. Muss ich unbedingt mal wieder ran an die Sache. Ja, was gibt es sonst noch zu erzählen? Zack, die vergangene Woche war ruhig, war entspannt. Jetzt diese Woche wird auch entspannt werden. Die nächste sowieso. Also habe ich euch ehrlich gesagt momentan nicht viel zu erzählen.
Was ja aber auch mal schön ist, wenn es nichts gibt zu erzählen. Weil dann gibt es auch nichts Negatives zu erzählen. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, genau. Also wie gesagt, dieses Wochenende Fasnet, nächstes Wochenende ist dann Kieselbronn. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Schauen wir mal, ob wir uns sehen. Sprecht mich an. Ihr dürft mich sehr gerne ansprechen. Ich beiße nicht. Ja, genau. Ich freue mich auch auf andere zu sehen. Ich freue mich darauf, andere Podcaster auch zu treffen, die man ja so privat oder halt so von Angesicht zu Angesicht trifft man sich ja auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich zumindest bin so weit weg vom Schuss, dass ich ja eigentlich so gut wie nie irgendeinen anderen Podcaster treffe oder irgendwelche Zuschauer. Ja, so ist es halt, wenn man im Hintertupfinger wohnt, gell? So, ich ziehe das jetzt aber hier unnötig in die Länge. Muss nicht sein. Die Hunde warten auch drauf. Ich könnte jetzt noch 4 Minuten rumlabern, dann würde der 10 Uhr Vogel zwitschern, aber das mache ich jetzt nicht. In diesem Sinne. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Oder 2 Wochen. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich nächste Woche aufnehme. Ihr werdet es dann mitkriegen, ob ich da bin oder nicht. Wenn nicht, geht es mir trotzdem gut. Und hab einfach dann nicht so die Zeit für ein Video. Also, macht's gut. Nehmt euch die Zeit für eure Handarbeiten und genießt das wunderschöne Wetter. Geht raus an die Luft, tankt Energie in der Sonne und wie immer, lasst euch nicht stressen. Tschüss.